So greifst du auf eingehende Meldungen zu. Wische hier, um sie mit älteren abzugleichen. Die Software findet die Deltas heraus. Das nenne ich Fortschritt. Wie sie beide am Glotzen sind. Also, ich heirate Lieutenant Prinzessin da drüben? Ich hatte schon immer ein Faible für Blondinen. Schon seit Susi. Donado. Elfte Klasse. Du hast nicht viel verpasst. Das kannst du mir glauben. Die Frau dort drüben, sie ist die einzig wahre. Bin ja nicht blind, Bruder. Als jüngeres Du schwöre ich, ich leg sie bei der ersten Gelegenheit flach. Ja, das war natürlich jetzt sehr nett formuliert. Was? Das ist Schicksal. Raus. Wie zum Teufel lande ich mit dem da im Bett, der dein Vater ist? Ich fasse nicht, was ich da sage. Mein Dad ist nicht der Johnny, den du kennst. Er ist erwachsen. Ich glaube, du hast auf ihn abgefärbt. Ich habe immer zu euch beiden aufgesehen. Mein Dad, dein Großvater, war mein Held. Er nannte mich kleiner Kampfkürbis. So hast du mich genannt. Wir sollten weitermachen. Biometrische Verifizierung erforderlich. Verifiziert. General Sonja Blade. General Blade? Dad wäre stolz. Krieg dich ein, älteres Ich. Ich bin ein Star. Das ist eine Militäroperation. Kein Filmset. Ich bin der beste Kämpfer hier. Aber deine Tochter lässt mich am Katzentisch sitzen. Unsere Tochter hat das Kommando. Mit etwas Bescheidenheit gewinnst du vielleicht ihren Respekt. Dad sagte immer, hungrige Leute kriegen Mittagessen, bescheidene Leute servieren es. Dad war ein Arschloch. Und Hollywood hat uns zu einem noch größeren gemacht. Ups. Lol. Die Ersatzbrille. Eieiei. Ei, ei. Wie der jüngere Johnny halt einfach wirklich einen auf die Fresse braucht, ne? Du schubst mich weg. Oh, das war nicht nett. Oh, fuck! Steht nicht im Vertrag. Ey, wenn ich dich nicht schubsen darf, dann darfst du mich auch nicht schubsen. Wow. Neben. Warum? 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 Wow. Warte mal, hier war noch was. Noch nicht. Nee. Ein alter Mann hat dir gerade den Arsch versohlt. Du hattest Glück. Hey, der Typ hier vorne, der sieht halt einfach genauso aus wie Johnny Cage. Da gibt's jetzt 3 von denen.
mich zurückgelassen? Wie bitte? Meine letzte Mission. Du hast... Mist. Nein, ich mach das nicht. Nicht jetzt. Nicht mit dir. Verflucht, Cassie. Du hast mich zurückgelassen? Um die Kompanie zu retten. Das war mein Befehl. Wer zum Teufel gab diesen Befehl? Na du. Das warst du. Du weißt längst nicht alles, Lieutenant. Geschossen, Johnny. Geschossen ins Gesicht. Ich glaube, jetzt ist er sauer. Klar, ein Sturmgewehr mit einer Hand halten. Hallo Partner zu sagen. Ich sagte, lebe wohl. Warum steckt ein Junge aus Texas wie Aaron Black unter einer Decke mit dem schwarzen Drachen? Deine ältere Version arbeitet für Hotel Khan, er ist einer der Guten. Wenn ich mich entscheiden muss, wähle ich die Sieger. Und zwar immer. Tja, dann hast du die falsche Seite gewählt. Fight. Dynamit kannst du behalten. Komm, komm, lass dich ködern. Was soll denn das jetzt? Wow, das war smart. Ja, was denn? Alter, greif ihn doch. Was ist denn los mit dir? Ach so, interessant. Wupps, ab. Nee, nee, diesmal nicht, Kollege. Das war eine schlechte Wahl. Sag ich ja.
Sonja! Atme, Kind. Sie haben Mom, Sonja. Ich hol sie. Kriegen wir raus, wo sie sind? Rollbahn B. Unterwegs. Pass auf sie auf. Panzer geholt oder was? Mach ich doch. Ja, die stehen halt auch genau wie zwei Dummies vor dem Eingang. Ne? Wer ist denn so blöd, bitte? Ja, achso, nee, der kann nicht rausschießen. Das wäre nicht smart. Tja, da hat er leider jetzt keine Wahl. Dumm. Dann hätte der ja auch vorher schießen können. Ach ne, die steht ja noch da. Dann hätte er auch vorher schießen können. Schickt noch ein weiteres Taxi. Du bist nicht mehr online, bis deine Freunde kommen, Blechkopf. Johnny Cage. Cyrex hat dich besiegt, als du jünger und stärker warst. Ich stehe über ihm. Und über dir. Du vergisst das eine Mal, als ich Shinnok im Zweikampf besiegt habe. Oh, warte. Da warst du ja tot. Naja, gut, aber wenn er ihn nicht eliminiert hat, dann zählt das ja nicht. Na, wenigstens steht er schneller auf als der andere. Als der andere Blechkopf. Ach shit, Alter. Ich dachte, das krieg ich wieder perfekt. Umgeklatscht. Aber immerhin fast. Dafür will ich einen Zuschlag. Zurück in die 90er. Wer kommt jetzt? Ich komme jetzt. Hollywood. Oh oh, in die Nüsse, in die Nüsse. Eieiei, der ist impotent. Der will sie nicht mehr fortpflanzen. Aber ey, er steht noch. So ein Mist. Als ob mein altes Ich nicht schon schlimm genug wäre. Oh, es kommt noch schlimmer. Sonja und deine Kleine werden sterben. Die
fight. Ja, wow. Also keine Ahnung, ich muss mir mal angucken, wie man diese Taunts macht und da muss ich offen diese Tasten zu drücken. Ey, Alter, genau das meine ich. Oh, jetzt wird's eng. Fuck. Verpiss dich. Wow, das war jetzt nicht nett. Also saufen in der Öffentlichkeit, fluchen. Das gibt direkt das Meine auf die Fresse. Mann, ich muss aufhören damit. Ah, oh. Klatsch, direkt einfach ein Knie in die Fresse. Niemand droht meiner Familie. Gut, gut. Da haben wir wohl einen kompletten Generationswechsel. Ninja Pantomimo und Lady Liberty haben wir, was wir brauchen. Hauen wir ab. Schlechtere Hälfte. Und die Basis? Schon längst erledigt. Oh oh, ein Selbstzünder. Das ist ein bisschen tief. Schnappen wir sie.
Sonst noch wer dieses Piepen? Komme ich etwa zu spät? Gerade noch rechtzeitig. Das nenne ich mal ein Wunder. Ja, Raiden, danke. Großmeister Hasashi, ich bitte demütigst um die Gastfreundschaft der Shirai Ryu. Mein Himmelstempel wurde kompromittiert. Wir haben keinen sichereren Treffpunkt. Lord Raiden, willkommen in den Feuergärten. Die Götterältesten sind tot? Shinnok ist Kronikas Sohn? Kein Wunder, dass sie den schwarzen Drachen auf Dad und mich hetzte. Wir haben ihn fertig gemacht. Kronika wird nicht durch Rache angetrieben. Sie schreibt Geschichte neu für ein Gleichgewicht aus Licht und Dunkel in den Reichen. Was können wir tun, Lord Raiden? Sammelt die Armeen des Erdenreichs. Doch auch das wird nicht reichen, wenn sich Kotal Kahns Truppen uns nicht anschließen. Setsuyon sagte, dass Shao Kahn Kotal Kahn gefangen genommen hat. Wir müssen ihn um jeden Preis befreien. Kung Lao und ich werden gehen. Wir treffen uns mit Prinzessin Kitana. Danke, ihr beiden. Mögen die Götterältesten euch... Zu spät. Mögt ihr siegreich zurückkehren.